Montagmorgen im Geschäftszentrum von Bamenda. Ganze Bezirke der größten Stadt in der Region sind wie ausgestorben, die meisten Geschäfte geschlossen. Auch der Gemüsehändler Robert lässt seinen Laden heute zu, obwohl er die Einnahmen dringend bräuchte. Das ist eine sehr schwierige Situation für uns. Viele von uns leben von der Hand in den Mund. Wenn sie heute nichts verdienen, gibt es nichts zu essen. Aber wir machen es trotzdem, denn wir protestieren ja aus gutem Grund. Robert beklagt, dass es keine Entwicklung in der Region gebe, obwohl er regelmäßig Steuern zahlen muss. Dagegen und für die Freilassung inhaftierter Demonstranten protestieren die Bewohner mit dem Geisterstadttag. Viele Kameruner im mehrheitlich englischsprachigen Westen des Landes fühlen sich marginalisiert, vergessen von Präsident Paul Biya und der französischsprachigen Mehrheit des Landes. Ende 2016 gingen zunächst Anwälte auf die Straße, später Lehrer, schließlich Menschen aus allen Schichten. Der Staat reagierte mit harter Hand. Es gab mindestens 6 Todesopfer, Dutzende Verhaftete und eine 3-monatige Internetblockade für die gesamte Region. Gern hätten wir mit dem Gouverneur hier über die Situation gesprochen, doch der hat keine Zeit für ein Interview mit uns. Ein Regierungssprecher hat uns telefonisch mitgeteilt, dass man eher ein Freund von Taten als Worten sei. Doch die meisten Menschen, mit denen wir hier gesprochen haben, haben nicht das Gefühl, dass es einen ernsthaften Dialog gebe. Stattdessen radikalisieren sich Teile der Bevölkerung. Geschäfte von Leuten, die nicht am Geistertag teilgenommen haben, gehen immer wieder in Flammen auf. Wir treffen einen jungen Mann, der nicht erkannt werden will. Er wurde bei Protesten selbst fast verhaftet, fordert die Unabhängigkeit für die Region. Auch Gewalt ist für ihn legitim, denn er glaubt nicht, dass die Regierung ein Referendum zulässt. Ich will nicht sagen, dass es gut ist, das Eigentum von jemandem anzuzünden, aber es ist momentan ein notwendiges Übel. Wenn ich dir alles sage, was in meinem Kopf vorgeht, denkst du vielleicht, dass ich ein Terrorist bin. Aber ich bin kein Terrorist. Die Frustration hat sich angestaut und da wird man eben radikal. Wir hoffen einfach, dass bald jemand kommt und sagt, hier sind Waffen, nehmt sie und kämpft für eure Freiheit. Und genau das werden wir machen. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. Die Fronten zwischen radikalen und gemäßigten Kräften sind zunehmend verhärtet. Die Kirche versucht zu vermitteln und fordert von allen Seiten Gesprächsbereitschaft. Die Position der Kirche ist sehr klar. Gewalt wird nicht unterstützt. Aber die Kirche steht auch für Gerechtigkeit. Die Menschen sollten nach Recht und Gesetz behandelt werden, faire Gerichtsverhandlungen bekommen. Man muss ihnen zuhören. Wenn sie Schwierigkeiten oder Beschwerden haben, müssen dafür Lösungen gefunden werden. Gemüsehändler Robert hofft auch, dass es endlich eine Lösung gibt und die Regierung reagiert. Seit fast einem Jahr sind hier die Schulen wegen der Krise geschlossen. Auch seine Kinder sind davon betroffen. So, sagt Robert, könne es nicht weitergehen.